Versuch mit einer neuen Kamera und gleichzeitig um ein faszinierendes Video, weil es geht da um bestimmte Dinge, ne? Also um Kugelschreiber, ne? Um Kugelschreiber geht's, ne? Ich habe drei Stück. Eigentlich habe ich noch viel mehr, aber die gehen nicht alle. Aber ich habe ein paar besondere. Das hier ist, wie gesagt, ein Kugelschreiber in Form einer Spritze. Spritze so. Kommt dann halt keine Flüssigkeit, Droge oder Impfstoff heraus, sondern eine Kugelschreibermine, die aber nicht ohne weiteres wieder verschwindet, sondern da muss man dann hier einen Art Knopf drücken und dann geht das. Das ist mein erster Kugelschreiber, den ich da habe. Der zweite Kugelschreiber ist etwas klein. Oder sieht klein aus. Und er hat gleich drei Funktionen. Hat er drei. Einmal, wie der Name schon sagt, ist es ein Kugelschreiber, ein Schreibgerät mit einer Kugel. Im Gegensatz zu einem Füller, der hat ja eine Feder. Ne? Ja, Fehler. Also Kugelschreiber. Wo ist der Kugelschreiber? Der ist hier, ne? Da muss man hier nichts drücken oder so, sondern man muss hier drehen, ne? Ein bisschen drehen. Danke, das genügt. Und dann kann man damit Kugelschreiben. Also. Nee, andersrum, ne? Ja. Ach, jetzt schreibe ich einfach so weiter, ne? So. Kugel, ne? Kugel irgendwie. Ja, das ist man längst nicht alles, ne? Weil man kann es auch wieder zurück machen. So, zurück machen. Es ist auch eine Taschenlampe. Taschenlampe, ne? Und dann da drückt man dann direkt hier auf das Licht, ne? Auf das Licht, so. Das ist eine Taschenlampe. Ich hoffe, ich blende euch nicht, ne? Also hier, das war das mit der Kugel, ne? Habe ich aber nicht hingekriegt, ne? Ja, auch das ist noch nicht alles, weil es handelt sich hierbei um eine besondere Art von Spinner. Fidget Spinner. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel, die sahen eigentlich etwas anders aus, nämlich so drei Beulen, meinetwegen. Und da hat man im Geschäft eine Kundin neben mir gefragt, ja, was können die denn? Und dann habe ich ihr das erklärt und habe gesagt, ja, die können nichts, ne? Gar nichts, ne? Außer sich drehen, aber das können sie sehr, sehr gut. So, auch dieser Kugelschreiber. Ich mache es mal vor hier am Boden. Ne? Ich hoffe, die Kamera hat den richtigen Winkel. Ne? Also, so, ne? Das Glücksrad dreht sich. Das Glücksrad dreht sich. Da habe ich jetzt den die Mine noch draußen gehabt, kann man natürlich auch ohne die Mine machen. Ne? Und natürlich geht es nicht nur am Boden, es geht nicht nur am Boden, es geht auch so in der Hand. Ne? Das ist natürlich besser, man hat. Entschuldigung, ist besser, man hat große Hände. Ich habe leider keine großen Hände, aber es geht gerade so noch. Ne? Also man kann dann das auch so machen und
Er geht natürlich auch in beide Richtungen, der geht auch andersrum, ne? Also kein Problem. Und jetzt kommt das ganz raffinierte, man kann das natürlich auch kombinieren, ne? Also nicht einschalten, ne? Und dann spinnen, also fische, ja, ihr wisst schon, ne? Also so, ne? Das ist natürlich besser, wenn man das nachts macht, ne? Weil nachts ist es nicht kälter als draußen, aber nachts ist es dunkler, ne? Weil da höchstens mal der Mond scheint, ne? Und das bringt es ja meistens nicht so sehr. Also man kann die Spinnerfunktion kombinieren mit der Taschenlampenfunktion, auch natürlich hier. Und ein bisschen schneller geht es ja nur doch, ne? Ich hoffe, ihr seht das, ne? Der Kamerawinkel, ne? Kamerawinkel. Ja, und dann bin ich noch auf was gekommen, durch Zufall. Man könnte da auch so eine Art Autorennen mitfahren, also Auto nicht, aber Kugelschreiberrennen, wenn man mehrere hat, natürlich, ne? Sonst ist das langweilig, ich meine, der Gewinner steht dann ja schon fest. Nein, es war so, ich habe das mal irgendwo hingelegt und habe dann, ja, Vorführeffekt, ne? Nehmen wir das mal ganz weg. Habe es irgendwo hingelegt. Und hab dann gemerkt, oh na du, der rollt ja so ziemlich weg, ne? Rollt weg wegen dem, mit noch im Rad. Und jetzt könnte man natürlich mehrere besorgen, wenn es geht, in unterschiedlichen Farben. Und dann kommt man so 1, 2, 3 und bumm. Wenn dann als erstes am Ziel ist, der hätte dann gewonnen, ne? Ja. Jetzt mal zu dem dritten Kugelschreiber. Der hat sowas, ja, so aus der Arbeitswelt, ne, oder auch aus der Heimwerkerwelt einen gewissen Charakter, ne, also man kann ihn hier praktisch anstecken, ne, das kann man hier nicht und da auch nicht, ne. Sonst allerdings meine normalen langweiligen Kugelschreibern schon, aber hier kann man das auch. Dann hat er man kann damit Wasserwiesen, also dann Wasserwagen, wenn man das wagt, dann hat man hier so eine Wasserwaage, ne, und dann kann man genau sehen, ob etwas waagerecht ist, ne, und nicht etwa senkrecht oder vertikal oder so, nein, man kann gucken, ob es waagerecht ist, ne? Dieser Kugelschreiber, ah ja, nee, apropos Kugelschreiber, ne, das irgendwo ist auch, ah ja, ne, doch, ja, hier kann man auch Kugelschreiben, ne, umdrehen, also naja, so ähnlich jedenfalls, also Kugelschreiber, ein Kugelschreiber. Hier oben kann man auch wieder reindrehen. Der Stift, oder wie heißt der jetzt? Lehrling, ne? Lehrling, nicht mehr Stift. Naja, das Schreibgerät ist auch international, weil es hat mehrere Skalen hier, ne? Also, und eine dieser Skalen ist, glaube ich, Zoll. Und die andere ist Zentimeter. Ne? Das kennen wir alle. Entschuldigung. Also in
deutschsprachigen Raum, ne? Millimeter und Zentimeter. Ich habe jetzt meine Brille nicht auf, aber eine der Skalen ist es, ne? Und okay, ihr werdet jetzt zu Recht sagen, das sind doch keine 20 Zentimeter. Nein, es sind keine 20, es sind auch noch nicht mal 16, aber es sind 16, ja. Sind es auch nicht, ja, insgesamt schon, ne? 16, 20, nein, es sind, glaube ich, 10, wenn ich mich recht entsinne, ne? Weiterhin, wir sind noch lange nicht am Ende, doch, doch, aber es ist auch eine Werkzeugtruhe, ne, Tasche. Also man kann das hier aufdrehen, ne? Aufdrehen. Da könnte man jetzt vielleicht auch noch einen Schnaps draus trinken, ne? Aber nur einen ganz kleinen und das wäre ja sowieso besser, ne? So Asi. Aber darum geht es ja gar nicht, ne? Es geht hier rum. Und zwar kann man das auch rausziehen, ne? Ist nicht so ganz einfach, aber es geht, ne? Und wenn man es rauszieht, kann man gleich beides zeigen. Und das andere Ende wieder reinstecken. Also wir haben hier einen kleinen, ne? Kreuz, Schlitz, Schraubenzieher, beziehungsweise Schraubendreher heißt es ja, Dreher. Ein ganz kleiner, der vielleicht für Uhren, Reparaturen oder Schmuck oder ähnliches, ne, oder am PC, das eine oder andere. Ne. Und wenn man das umdreht und macht den Kreuzschlitz da rein, dann haben wir oben noch ein Flachschraubendreher, ne, auch. Recht klein, ne? Recht klein, aber man kann damit auch das Wort Kugel einritzen, ne? Oder so, naja, okay. Und damit man sich nicht verletzt, kann man das Schnapsglas, also die Abdeckung wieder draufdrehen und dann haben wir den dritten Kugelschreiber. Ich hatte auch noch mal einen vierten, da konnte man draufdrücken oben und dann hat der Kugelschreiber gesagt, hast du Problem, Alter? Hast du Problem, Alter? Aber den Kugelschreiber habe ich an einen netten Menschen verschenkt und deswegen habe ich den jetzt heute hier nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt überhaupt was sehen können, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Kamerawinkel gestimmt hat. Werden wir erfahren. Alles Gute in allen Welten, ne, und nicht long and prosper, ne, und see you.